Seid gegrüßt, Abenteurer, hier ist der Argonaut und schon geht's weiter mit Call of the Tenebre. Ich stehe hier weiterhin in den Rattenminen, Rattenhöhlen von meinem nächsten Questpunkt. Und zwar soll ich dieses Tor hier öffnen. Und mein Questbuch sagt mir, hätte ich nur einen Hammer. Das ist eine ziemlich stabile Tür. Die Ratten müssen Werkzeug mitgebracht haben. Vielleicht finde ich bei ihren Leichen etwas, womit ich diese Tür aufbrechen kann. Ich war gerade irritiert, weil das Wort ich wohl da fehlt. Hätte ich nur einen Hammer. Ich glaube, es gab mal so einen Uralt-Song, If I Had a Hammer. Aber das muss schon verdammt lange her sein. Vor meiner Zeit natürlich. Wenn man jetzt hier auf die Map guckt, ist ja hier grün, heißt immer ist eine Markierung, Ortsmarkierung. Und eigentlich die blauen, hellblauen Dinger sind die Altare. Grün ist, wie gesagt, eine Ortsmarkierung. Und ich hatte der zwischenzeitlich offscreen die Leichen hier geflattert und ja, die üblichen Zutaten gefunden. Und natürlich hier, wenn man jetzt auf die Karte guckt, ist dieser Ort markiert und das scheint hier dieser Obermagier gewesen zu sein. Mal sehen. War eigentlich ziemlich simpel. So, die üblichen Zutaten. Innereien und ja, und jetzt hier Rattenhammer. Und Befehle von Adramelek. Aha, wieder eine Spur von Adramelek. Also beides natürlich mitnehmen. So, dieser Hammer wird stark genug sein für die Tür zum Schrein. Zerschmettere die Tür. Ja, und geh hinein. Sowas sollte man mit einem Vorschlaghammer dann auch tun. So, ist der jetzt unter Quest? Nee, wahrscheinlich unter Waffen. Logischerweise wäre das... Ja. Das wäre logisch, wollte ich sagen. Aber was ist schon logisch? Vielleicht ist es ja auch ein Questgegenstand. Ja, ich fürchte fast. Hä? Ich meine, das wäre vielleicht auch logisch, weil das hat ja mit der Quest direkt zu tun. Hä? Oder ich bin blind. Das kann natürlich auch sein. Ah, nee, ein Questgegenstand. Der Rattenhammer. Oder ich muss direkt zur Tür gehen, weil Questgegenstände gehen ja bekanntlich nur an noch ein Magier. Oh, eine Karte. Zauberkarte mitgenommen. Und Gift der Erwählten. Zauberstab. Ich nehme mal das mit, ne? Das. So, jetzt gehe ich mal zur Tür direkt hoch. Vielleicht funktioniert ja dann auch der Hammer. Ja, wahrscheinlich muss ich jetzt den Questgegenstand, den Hammer aktivieren. Achso, geht automatisch, alles klar. Boah, mit Sound. Wahnsinn. So, betritt den Schrein. Ja. Spannung. Dieser ist nicht mehr berührt worden, der Schrein. Schon seit Jahrhunderten nicht mehr besucht. Was haben wir denn da? So. Kristall. Also das mit den Kristallen erkläre ich bei Zeiten mal, wie man seine Gegenstände, seine Waffen damit aufwertet. Verschlossene Sarkophage. Dann wäre natürlich der Hammer auch nicht schlecht, aber der hat sich wahrscheinlich in Luft aufgelöst, weil ich den ja gerade benutzt habe. Und was haben wir hier? Hm?
10.000 Aura ist nicht schlecht. Nochmal, so 50.000 Auras insgesamt. Seiten in unbekannter Sprache. Apropos, achso, diese alten Bände sind in einer Sprache geschrieben, die ich noch nie gesehen habe. Aber die scheint eine Karte der Insel und ihrer Tunnel zu sein. Vielleicht kann Urias sie entziffern, aha. Das heißt also eine Aufgabe für Urias. Was ist denn das für ein Geräusch? Werde ich jetzt hier überflutet? Ach, da oben geht es wahrscheinlich weiter. Apropos, ich wollte mal eben kurz raus aus dem Schrein. Ich hoffe, diese Papiere waren den Aufwand wert. Ja gut, also ich werde die schreiben dann. Ach, ich wollte mal gucken, ob dieses Adramelik-Befehls, diese Beschriftrolle von Adramelik, da jetzt irgendwas Brauchbares. Befehle, die müssen ja eigentlich mit einem Fragezeichen markiert sein. Da. Hä? Ja, wieder so eine unbekannte Sprache auch. Da muss ich halt Urias um Rat fragen. Bitten, die zu entziffern. Vielleicht sollte ich noch einen Blick in diese Sarkophage werfen. Ja, also Zauberkarten kann ich gut gebrauchen, da ich wollte nämlich meine Level 60 Axt eher nicht. Ich wollte nämlich meine Zauber ein wenig aufwerten. Also die ein bisschen hochpowern mit stapelbaren Karten dann. So, jetzt muss ich den Sarkophag einschlagen. Weil ich habe relativ wenig Dietriche und deswegen nehme ich jetzt lieber eine Waffe. Schloss zerstört, alles klar. Oculus, ja, die kann man stapeln, von daher kann ich den mitnehmen. Stiefel. Na gut, ich werde ja wahrscheinlich eh jetzt zu Urias gehen und Helm sieht zwar nicht schlecht aus, aber Nö. Böthische Kampf. Nee, Level 60 Waffen. Die gibt es hier wie Sand am Meer. Zweihandwaffe 65. Nee. Muss ja auf das Gewicht achten. Nenne ich dir noch irgendwas? Was war das? Hä? Kommt nichts. Jetzt eine Falle ausgelöst. Oh, ich bin auf eine Falle. Ich bin auf eine Falle gestiegen. Habe ich jetzt gar nicht gerafft. Ja. So, jetzt muss ich mal eben. Ups. Oh, ich bin wieder zurückgeworfen worden, sehe ich gerade vor das Tor. Es gab kein Autosave in der Zwischenzeit. Ist natürlich dumm gelaufen. Ja, Na gut, jetzt nicht lange rumgefackelt hier. Ich meine, ist blöd. Aber shit happens. Und es gibt ja wohl Schlimmeres. So, dann werde ich mich jetzt aber ein bisschen beeilen. Ja, sorry, also ich dachte, da war eine Falle. Also da in den Vorgängerspielen, was ist das denn? Relativ wenig Fackeln waren. Ach, Fackel. Fallen waren. War ich jetzt darauf irgendwie nicht so richtig gefasst. Aber gut.
dieser Sound. Schön. So. Okay. Dann werde ich jetzt... Wo war denn diese Falle? Habe ich die... Ja, ich habe da irgendwas... Da. Das ist also eine Falle. So, das ist der Kristall. Ah, das war auch gemein. Die wollten mich hier hinlocken durch die Schätze. Und... Na gut, ich bin ja jetzt vorgewarnt. Also ich werde jetzt eben die Truhen... nochmal looten hier. Und versuchen, nicht auf die Falle zu treten. Zwergenstolz. Ah, diesmal ist was anderes drin. Ist also zufällig generiert. Ja, Zwergenstolz, da habe ich schon diverse Teile. Die werde ich jetzt sammeln. Nicht schlecht. Ja gut, ich muss jetzt auf mein Gewicht achten, wie immer. Und auf die Falle natürlich. So, was haben wir hier? So. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja. Stiefel? Nee. Nee. So was habe ich schon. Danke. Danke, danke, danke. So, Fallen. Fallen. Ja, gut, das finde ich aber nicht schlecht, dass die Entwickler jetzt so ein paar gemeine Fallen eingebaut haben. Dann wird es spannender und man geht nicht mehr ganz so, ja. Dietriche 8, sollte ich es mal probieren. Automatisch. Wahnsinn. Es klappt. Geht nicht mehr ganz so selbstherrlich durch die Dungeons. Zwergenstolz. Gut, dann muss ich mal gucken, welche jetzt besser sind. Also so viel brauche ich natürlich nicht. Nee, sowas. Nicht schlecht. Wäre vielleicht was für meine Bogenausrüstung. Outfit-mäßig. Was haben wir denn da noch? Wow, Gewicht aber 6. Sieht nicht schlecht aus. Gewicht 6. Ja, da müsste ich natürlich, ja. Zweihandwaffe. Naja, wie gesagt, man kann nicht alles haben. Aber sah nicht schlecht aus, das Teil. Und Level 70 ist auch nicht von schlechten Eltern. So, jetzt, gut, jetzt werde ich die Sachen an mich nehmen. 1, 2, 3, 4, 5. Da waren es sogar 60.000. Und das Buch, was ich Orias geben muss, zum Entziffern. So, dann wäre vielleicht jetzt Zeitpunkt gekommen... um mal eben abzuspeichern, damit nicht irgendwie gleich eine Falle mich wieder daraus wirft oder zurückwirft. So, es gibt zwar Autospeicherung, aber die ist glaube ich irgendwie auf 10 Minuten eingestellt oder so, keine Ahnung. Mal schauen. So, ich glaube, ja, ich soll ja jetzt aus dem Schrein in, rausgehen. Ja, wahrscheinlich muss ich jetzt in Ausgang suchen. Nehme ich mal an. Vielleicht erwarten mich auch noch ein paar üble Überraschungen. Wer weiß das schon. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal auf 5 Aura ist ja lachhaft. Werde ich jetzt mal ein wenig auf nee. Was habe ich eigentlich noch für Waffen? Zeit ist noch eine Truhe. Habe ich noch eine... Quatsch. Habe ich noch eine Billigwaffe? Baumarkt-Axt? Ich habe nämlich keine Lust, meine Dietriche immer zu verschwenden. Eigentlich lagen ja so viele Sachen da rum. Aber wie gesagt, ich bin immer knapp bei Gewicht.
Ja, ich nehme natürlich nur schöne Sachen mit und keine billig Baumarkt-Äxte. Na gut, einen Versuch machen wir jetzt mal eben. One. Ja, Das klar klar. sein. Ein Versuch. Okay. Jo. Wie gesagt, mein Schloss-Knacken-Skill mit Kristall. Ja, jetzt bin ich nämlich schon voll beladen hier. Zepter der Dämmerung 60. Naja, die wiegen nix. Na gut. Weil, wie gesagt, man wird hier mit Waffen und Ausrüstung regelrecht geflutet, was ich jetzt persönlich nicht so schön finde, weil dann ja der, ja, das Besondere irgendwie ein bisschen verloren geht und man sich da, ja, es ist halt eine Inflation sozusagen. Und wenn man zu viel hat, ist das. Hä? Jetzt gehe ich hier wieder runter. Okay, das ist dann wahrscheinlich nicht so korrekt. Ja, wo bin ich überhaupt? Da bin ich. Ach so. Ach so, ich muss. Ach so, ich muss ganz aus diesem Schrein wieder rausgehen und dann zurück zum Ausgang. Ich dachte, da gibt es jetzt einen anderen Ausgang, wie das oft der Fall ist. Okay. Dann muss ich also den Weg zurücknehmen und ja, werde dann zurück zu Rice gehen und der soll mir die Schriftrollen entziffern und eventuell werde ich dann ja offscreen hier noch die Kammern erkunden. Wie gesagt, ich will jetzt nicht jeden kleinen Abstecher hier aufnehmen. Soll ja auch irgendwann mal vorangehen mit der Hauptstory und dann sage ich ciao, bis zur nächsten Folge der Argonaut.